Forst hat der Waldweihnacht erscheint wieder in vollem Glanze. Der sonst normale Tannenwald präsentiert sich wie ein Märchenwald voll mit Überraschungen. Es duftet nach frischem Holz, gebratenen Bratwürsten und heißen Glühwein. Überall sieht man fröhliche Gesichter. Doch bis der Tannenwald viele Besucher glücklich machen kann, kostet es der Forsthat der Feuerwehr monatelange Arbeit und Mühe. Mit der Planung fangen wir eigentlich schon irgendwo in August an. Dann werden wir irgendwo nach September, Mitte September, fangen wir langsam mit dem Aufbau an. Erst einmal ein bisschen ausmahnen und ausnosten und so Sachen, das wegkriegen wir. Und dann geht langsam der Aufbau los. Planung geht eigentlich fast über das ganze Jahr. Wenn es gar ist, dann nach dem Fest ist vor dem Fest. So geht es dahin. In den vergangenen Jahren strömten immer mehr Besucher in das beschauliche Dorf. Daher wurde das ursprüngliche Gelände nochmal vergrößert und alle Hütten ca. 5 Meter nach hinten verschoben, um mehr Platz für die Gäste zu bieten. Es wird eine Würstelbude, ein bisschen größer, weil wir haben eine Waldweihnacht, ist ja doch einiges größer als wir so ein normales Festl, sage ich jetzt einmal. Das machen die Fußballer. Das wird jetzt einfach Optik, weil da muss man ja innen drin rauswischen können. Wo einfach mit Lebensmitteln verarbeitet oder verkauft wird, muss halt einfach als Hygiene, muss dann die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Und dann ist es endlich soweit. Die Lichter gehen an und der Stress der letzten Monate ist vergessen. Für die Besucher heißt es nun wieder 3 Tage Hüttenzauber. In den Hütten werden zahlreiche Dekorationen für Raum und Baum angeboten, die von den Standesleuten selbst hergestellt werden. Eine besondere Neuigkeit dieses Jahr ist die alte Schmiede. Das ist die alte Schmiede und das ist heute die Neuheit von unserem Weihnachtsmarkt. Da gibt es ein gestachetes Bier und Fleischsemmen. Gestachetes Bier, da haben wir jetzt ein Zwickelbier oder ein doppeltes Bier. Und da wird an der Feuerstelle wird ein Edelstahl stachsen, der wird heiß gemacht und der wird ins Bier eingetaucht und dann karamellisiert der Schaum da drinnen und das gibt dann wieder einen anderen Geschmack. Schmecken tut es ganz gut, nicht so kalt, dass das Stacheln ist nicht gar so kalt, kriegt man nicht so stark Hals weg, kann man auch noch leicht zu zweit trinken. Der Landrat Christian Bernreiter ließ es sich nicht nehmen, das Bierfass anzuzapfen und mit den Ehrengästen anzustoßen. In der Forsthat der Waldweihnacht ist für Klein und Groß etwas geboten. Während für die Kleinen das Christkind vorbeischaut, eine Waldkrippe mit Streicheltieren und das Kinderkino im Hexenhaus geboten ist, gibt es für die Großen den Auftritt der Grenzlandperchten Laufen, die den altbayerischen Brauchtum, die bösen Geister des Winters auszutreiben, darstellen. Also mir haben gesagt, wir finden es viel schöner, wenn so ein Weihnachtsmarkt in der Umgebung ist. Das ist eigentlich viel schöner wie so ein großer Weihnachtsmarkt, wie es toll wird in München, weil da einfach die Atmosphäre viel schöner ist. Er ist viel gemütlicher. Die Waldweihnacht ist wirklich was ganz was Besonderes. Also da kannst du wirklich ganz weit weg davon, aber was da geboten wird, wenn es da reinkommt, das ist richtig idyllisch, richtig weihnachtlich und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Kommt vorbei, weil das werdet ihr nicht vergessen. Auch heuer wieder war die Forsthat der Waldweihnacht ein großer Erfolg. Die Erwartungen der Besucher von nah und fern wurden mal wieder übertroffen. Und so konnte am Sonntagabend die Waldweihnacht feierlich und zufrieden mit dem Hadler Feuerwerk und dem Turmbläser Guido beendet werden.